Buonasera, buonasera Buonasera. dall'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo. Sono Nicoletta Di Blasi, la direttrice dell'istituto. Saluto il caro pubblico che ancora in questo momento così difficile ci segue da casa virtualmente e con molto affetto. Quindi grazie veramente al nostro caro pubblico da casa e do il mio benvenuto naturalmente alle nostre ospiti, la scrittrice Claudia Durastanti e la traduttrice letteraria Annette Copeschi, che oltre ad aver tradotto il libro di Claudia Durastanti in tedesco, questa sera modererà e tradurrà l'incontro. Hallo und guten Abend aus dem Italienischen Kulturinstitut Hamburg. Ich bin Nicoletta Di Blasi, die Leiterin des Instituts. Liebes Publikum, wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sind. Und herzlich willkommen an unsere beiden Gäste, die Autorin Claudia Durastanti und Annette Kopeski, die heute Abend das Gespräch moderieren und übersetzen wird. Annette ist Literaturübersetzerin. Sie hat auch das Buch von Claudia Durastanti übersetzt, um das es heute gehen wird. Claudia Durastanti questa sera ci racconterà il suo La Straniera, pubblicato nel 2019 per la collana Oceani della nave di Teseo e tradotto in tedesco per la Zollnai Karl Hanser Verlag di Monaco 2021. Freschissimo di traduzione, grazie alla Zollnai Verlag e alla nave di Teseo, naturalmente, per la splendida costruzione dell'incontro di questa sera. In original heißt es La Straniera und ist 2019 im Verlag La Nave di Teseo erschienen. Im selben Jahr stand der Roman dann auf der Shortliste des italienischen Literaturpreises Premio Strega. Die deutsche Ausgabe Die Fremde ist die im wahrsten Sinne druckfrisch, freschissimo, geradeaus dem Verlag Zollnai. Karl Hanser gekommen. Ganz herzlichen Dank an den Verlag für die tolle Zusammenarbeit. La Straniera ha corso nella dozzina del prestigioso Premio Strega nel 2019 ed è ad oggi tradotto in moltissimi paesi. Claudia Durastanti è scrittrice e traduttrice e ha esordito nel 2010 con il romanzo Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra, sempre con la nave di Teseo, che ha vinto numerosi premi come il premio Mondello Giovani, il premio Castiglioncello Opera Prima ed è arrivato in finale al premio Jon Fante. Si occupa di letteratura e critica culturale per varie testate e scrive per una rubrica da me molto amata, Canzoni per Internazionale. Claudia Durastantis literarisches Debüt gab sie 2010 mit dem Roman Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra. Auf Deutsch etwa Eines Tages komme ich und werfe Steinchen an dein Fenster. Dieses Buch wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Premio Mondello Giovani und dem Premio Castiglioncello Opera Prima und wurde Finalist beim Premio Jon Fante. Claudia schreibt über Literatur und Kultur für verschiedene Medien und die Kolumne Canzoni, es gibt natürlich Musik, für die Zeitschrift Internationale. Und nicht zuletzt ist sie auch Übersetzerin. Con La Straniera, Claudia Durastanti racconta una storia familiare molto speciale, la sua, tra la Basilicata, Brooklyn, Roma e Londra, un romanzo che ci parla di tante cose, migrazione, povertà, ma anche di educazione e di emancipazione. In Die Fremde erzählt Claudia Durastanti eine ganz besondere Familiengeschichte, und zwar ihre eigene Geschichte. Die Schauplätze sind die Basilikata und Brooklyn, Rom und London. Und es geht in dem Roman um Migration, um Armut, aber auch um Bildung und Emanzipation. Prima di lasciare la parola alle nostre ospiti, vi ricordo che disponiamo dello strumento Q&A Tool attraverso il quale potrete porre domande alle nostre ospiti, quindi non esitate. Bevor es ge jetzt losgeht, möchte ich Sie noch an der Q&A Tool bei Zoom erinnern, mit dem Sie unserem Gast Fragen stellen können. E ora non mi resta di augurarvi un buon divertimento e a più tardi. Grazie. Grazie Nicoletta. Ich füge noch ein paar biografische Daten dazu.
zum besseren Verständnis. Claudia Durastanti wurde 1984 in der italo-amerikanischen Gemeinschaft in Brooklyn in New York geboren, als Tochter gehörloser Eltern. Als sie 6 Jahre alt war, zog die Mutter mit ihren beiden Kindern in ein kleines Dorf in Süditalien. Claudia studierte Anthropologie, lebte in London, wo sie das Italian Festival for Literature gründete. Und sie war auch Fellow für Literaturwissenschaft an der American Academy in Rom. Die Fremde ist ein außergewöhnliches Buch, also unglaublich reich an Themen, Situationen und Geschichten. Es treten Orte auf, viele verschiedene Orte und Filme, Bücher, Lieder, die Claudia gelesen und erlebt hat. Und wir können leider hier nur einen ganz kleinen Ausschnitt dieses großen Freskos beleuchten. Claudia, ho cantato l'elogio un po' del tuo libro. Grazie. E adesso parto con la prima domanda, prima in tedesco. Also, erste Frage. Ist das denn auch eine wahre Geschichte? Fragt die Mutter von Claudia immer, nachdem sie einen Film gesehen hat. Sie will, dass alle Bücher, Filme, Lieder autobiografisch sind. Sie erträgt die Fiktion nicht. Darüber werden wir später noch einmal sprechen. Mir erscheint das als ein zentraler Satz. Ist das denn auch eine wahre Geschichte? Nicht nur, weil er Claudia als Kind und auch später immer noch gequält hat, sondern weil es auch ein Thema ist, das im Buch immer wiederkehrt. Der Kontrast zwischen Fiktion und Nichtfiktion strukturiert das ganze Buch. Viele Figuren in dieser Geschichte, in diesem autobiografischen Roman, haben ein kompliziertes Verhältnis zwischen zur Fiktion und zur Wahrheit. Sogar die Eltern selbst erscheinen wie Romanfiguren, aber das liegt auch an dem literarischen Stil und an der sehr durchkomponierten Form, die Claudia diesem Roman gegeben hat. Für diejenigen, die den Text noch nicht kennen, muss ich noch hinzufügen, dass eines der skandalösen und erschreckenden Elemente für den Leser, die gehörlosen Eltern leben ihre Behinderung nicht in bescheidener und demütiger Weise oder resigniert, sondern sie sind aggressiv und leichtsinnig, wie es im Buch heißt. Vor allem die Mutter scheint eine Wilde. Sie ist unangepasst, eine Rebellin, die alle Konventionen sprengt und glücklich eigentlich nur war, als sie auf der Straße gelebt hat, zwischen anderen Marginalisierten, zwischen Fixern und Ausreißern. Sie ist die zentrale Figur in dieser Erzählung und lebt mit großer Natürlichkeit verschiedene soziale Rollen und in erfundene Identitäten. Und trotzdem liest man gegen Ende des Buches, meine Mutter war immer dieselbe, nur ich bin die Tochter verschiedener Frauen gewesen. Und ich will Claudia jetzt fragen, was dieser Satz zu bedeuten hat. Ma è una storia vera, chiede la madre, sempre dopo aver visto un film. Lei vuole che tutti i film, libri, canzoni siano autobiografici, non sopporta la finzione, ne parleremo anche dopo forse. Mi sembra una frase centrale, non solo perché tormenta la figlia da sempre, ma anche perché il contrasto tra finzione e non finzione è un tema ricorrente che struttura tutto il libro. Infatti molti personaggi in questa autobiografia romanzata hanno un rapporto particolare con la finzione e la verità. I genitori stessi sembrano personaggi di un romanzo, ma questo dipende forse sicuramente dallo stile letterario e il linguaggio letterario del libro. Poi ho aggiunto, per chi non aveva letto il libro, che i genitori sordi vivono la loro disabilità non in modo dimesso e rassegnato, ma aggressivo, e soprattutto la madre sembra una selvaggia disadattata che scavalca le convenzioni ed era stata felice soltanto quando viveva per strada con emarginati diversi, tossicodipendenti e scappati di casa. E lei, una figura centrale della narrazione, vive con grande naturalezza i ruoli sociali e identità inventate. Eppure si legge verso la fine, mia madre è sempre stata la stessa, ma io sono stata figlia di donne diverse. Ti va di spiegarci questa frase? Sì, grazie Annette, ciao a chi ci sta seguendo. Farò un breve preambolo su
la questione della storia vera e partirò da un momento in cui io forse decido di diventare scrittrice da bambina. Io quando emigro da New York all'Italia, chiaramente iniziano i maestri in questo piccolo paesino, le persone a chiedere da dove vengo, chi sono i miei genitori. E se io dico la verità, che vengo da New York, che sono figlia di due sordi, che sono anche dei ribelli, che sono incoscienti, che mia madre è un'alternativa, che si sono conosciuti, perché mia madre me lo raccontava già quando ero piccolina, mia madre tentando di salvare mio padre da un suicidio su un ponte romano, mi rendo conto che subito il pubblico, chi mi sta davanti, si sente attratto magneticamente da questa storia e io mi innervosisco istintivamente perché penso: non c'è un talento nella propria famiglia, il talento è saper raccontare e trasformare la storia della propria famiglia e quindi io sin da subito capisco che se voglio fare la scrittrice mi devo allontanare da questa storia e devo inventare. Tradurlo. Ich möchte eine kleine Vorbemerkung machen zu der Sache mit der wahren Geschichte. Als ich als Kind beschloss, Schriftstellerin zu werden, das hing zusammen mit einer Erfahrung, die ich in dem kleinen Dorf machen musste, in das wir gezogen waren in Süditalien. Die Lehrerinnen, wenn ich denen die Wahrheit erzählte über meine Eltern, die gehörlos waren, die unangepasst und rebellisch waren, die Tatsache, dass meine Mutter, mein Vater, dass sie sich kennenlernten, als meine Mutter meinen Vater am Selbstmord, am Springen von einer Brücke in Rom hinderte, dann war es immer so, dass das Publikum, das ich vor mir hatte, fasziniert war von diesen Erzählungen. Und mir wurde klar, dass es offenbar bei uns in der Familie ein besonderes Talent zum Erzählen der Familiengeschichte gibt. E il secondo momento è quando divento una scrittrice, pubblico tre libri e decido di scrivere la storia della mia famiglia, ma mi pongo una questione. Se dico che è una storia vera, tutti sono attratti, proprio come mia madre è attratta dalla non fiction, dalle biografie, c'è cioè proprio una risposta a questo tipo di storie se sono vere. Ma se io andavo da un editore raccontando veramente la storia della mia famiglia, come faccio in questo libro, dicendo che è un romanzo, mi avrebbero subito posto la questione della verosimiglianza, soprattutto avendo dei personaggi così marginali, avventurosi, picareschi. La vita di mia madre è stata improbabile perché mia madre vive come se fosse in un romanzo, no? Sfidando costantemente le convenzioni. E questo è vero anche per mio padre, che in realtà vive come se fosse uscito da un film di maschi alienati degli anni 70, vive come se fosse in quell'immaginario. E dunque la questione era perché mettere dei limiti di verosimiglianza a personaggi marginali o a ragazzine subalterne come sono stata io o a una donna come mia madre che ha sempre avuto questo tipo di pressione sul cosa non poteva fare perché era sorda, perché era donna, perché era un'artista, perché era divorziata. Mia madre ha attraversato tanti tipi di marginalità in cui c'è stato costantemente questo senso del limite. Ed è allora che io in qualche modo mi ribello e decido di scrivere un libro che è una storia vera raccontata come se fosse un romanzo. Als ich Autorin, ich bin auch Autorin geworden, weil alle, denen ich diese Geschichte, meine Geschichte erzählt habe, immer nach der Wahrscheinlichkeit fragten. Und die Figuren erschienen ihnen pittoresk und unwahrscheinlich. Meine Mutter, vor allem meine Mutter, die in ihrem Leben als Gehörlose, als Frau, als Künstlerin, auch als arme Frau immer Grenzen erfahren musste. Speziell ihr wollte ich mit ihr, bei ihr wollte ich das Rebellische hervorheben und ihr Leben erzählen, als ob es ein Roman wäre. E forse io volevo anche scrivere questo libro emancipandomi in un certo senso dal ruolo di figlia, perché
Io volevo veramente, per nostalgia, sentivo la mancanza di personaggi come mia madre nei romanzi e quindi quel che volevo fare era restituirle una complessità che da figlia non avrei potuto, perché chiaramente sarebbe prevalso nel rapporto madre-figlia, prevale l'aspettativa, la forza del legame, anche l'ambiguità e l'ambivalenza del legame. Io volevo proprio decentrarmi, uscire dalla scena e vedere solo questo personaggio, questa donna, come era cresciuta, come era stata la sua infanzia, come era stata la giovinezza, come era stata la sua vita prima di me e come è cambiata anche dopo di me. Quando si è figli di una persona disabile, chiaramente la definizione di disabile fagocita tutto, assorbe tutto. Quindi la prima e unica cosa che spesso si diceva di mia madre è che era sorda, ma in realtà non era quello che io sperimentavo nel quotidiano, perché vedevo tutta una serie di donne diverse in conflitto fra di loro e che cercavano di venire fuori e di esplodere. E quindi ho costruito il libro come se fosse un caleidoscopio sull'identità e che quindi mette in intersezione vari aspetti, quanto è stato importante per mia madre essere sorda e avere anche una dimensione di rifiuto della sordità, quanto è stata rilevante nella sua vita la questione della migrazione, questo essere americana da italiana, essere italiana da americana, quanto è stato rilevante appartenere a una fascia sociale subalterna, perché era comunque una pensionata, mia madre non ha mai lavorato, quanto era importante la dimensione artistica, questa vocazione da pittrice che aveva, non vederla realizzata, quanto era importante l'essere madre e anche un po' rifiutare la dimensione materna. Quindi io vedevo costantemente mia madre inseguire una definizione e rifiutarla allo stesso tempo e volevo raccontare questa dialettica dell'identità. Ich musste mich auch als Tochter emanzipieren. Und meine, die Komplexität meiner Mutter und unseres Verhältnisses hätte ich nicht darstellen können, als ich noch klein war. Ich musste mich als Tochter und als kleines Mädchen dezentrieren, um ihr Leben zu beschreiben und all die vielen Veränderungen in ihrem Leben. Und was auch wichtig war, dieser Aspekt der Behinderung absorbiert alles. Also als Tochter von einer gehörlosen Frau, das stand immer zu sehr im Vordergrund. Ich wollte aber all ihre Rollen, all ihre verschiedenen Identitäten zeigen, ein Kaleidoskop von Identitäten, das sie gehabt hat, als Italienerin, als Italienerin in Amerika, als Künstlerin, als Mutter, obwohl sie gleichzeitig Mutter war und Mutterschaft abgelehnt hat. Also ich wollte die ganze Fülle ihres Lebens hinzu kommt auch noch, sie hat ja eigentlich nie gearbeitet, sie war deswegen als ältere Frau, als Pensionierte sehr arm und hat unter sehr schwierigen Umständen gelebt. Posso continuare? Sì, certo. Am Schluss jedoch erscheint die Mutter als ein Mensch, der sich niemals fremd in seinem eigenen Leben gefühlt hat. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon die Antwort gehört von Claudia. Sie sagt am Schluss, dass sie alles, was sie in ihrem Leben gemacht hat, selbst sich ausgesucht hat. Claudia dagegen erzählt von vielen Situationen, in denen sie sich fremd gefühlt hat und nicht zugehörig. In dem kleinen Dorf in der Basilicata, in das sie gezogen ist mit der Mutter, in New York, wo sie geboren ist und oft in den Sommerferien oft wieder zurückgekommen ist, an der Universität, in der Arbeitswelt, wo sie sich als Eindringling fühlte, und in London, wo sie sehr viele Jahre gelebt hat. Sie ist auch im Hinblick auf ihren eigenen sozialen Status unsicher, auf ihre gesellschaftliche Zugehörigkeit. Trotzdem ist ihr Blick sehr genau. Die Beschreibungen der verschiedenen Welten, der Atmosphären, der Milieus, in die sie kommt, Personen, Erinnerungen und Ereignisse, die sind sehr, zum Teil für den Leser sehr bedrängend und sehr, sehr genau. Ich werde Claudia jetzt fragen, ob man daraus vielleicht schließen kann, dass jemand, der nicht integriert ist, der keine Wurzeln in einem anderen Land geschlagen hat, besonders fähig ist, die problematischen, die Aspekte, die Widersprüche, die Risse in einem fremden Land, in einer fremden Stadt zu leben, zu ersehen. Vor allen Dingen das Kapitel über England hat mich sehr fasziniert, weil sie da, also, weil sie diese Stadt in einer Weise metaphorisch beschreibt,
die wahrscheinlich, ich vermute, dass man dafür diesen fremden Blick braucht. Und die Frage lautet auch darum, ist denn Fremdheit der Preis, den man bezahlen muss, um eine solche Prägnanz und literarische Schönheit von einer Beschreibung zu erlangen. Alla fine però tua madre appare come una che non si è sentita estranea nella sua vita, che dice che ha sempre scelto lei quello che ha fatto. Mentre tu racconti, Claudia, racconti tante situazioni in cui ti senti estranea, straniera, nel piccolo paese, nella Basilicata, a New York, nel mondo del lavoro, all'università, dove ti senti un'intrusa. Anche rispetto al tuo stato sociale sei stata insicura. Eppure il tuo sguardo è molto acuto, le descrizioni dei vari ambienti, delle atmosfere, le persone, i ricordi sono incalzanti e precisissime. Allora mi chiedo se forse chi si sente integrato, chi non si sente integrato, chi non ha messo radici in un altro paese sia più capace di cogliere gli aspetti problematici, certe atmosfere, le crepe, le contraddizioni, perché mi ha particolarmente affascinato il tuo capitolo sull'Inghilterra. E quindi l'estraneità è il prezzo che si deve pagare per poter metaforizzare un luogo come Londra, come lo fai in un bellissimo capitolo su Londra. Grazie della domanda. Partirò anche qui forse di... Ho scritto questo libro come se fosse un'indagine sulla mia famiglia e anche per capire meglio quello che penso e anche per cambiare idea su delle idee abbastanza radicate dentro di me. Io quando ero bambina e stavo in questa comunità di italoamericani a Brooklyn, provavo molta rabbia per il loro mancato adattamento, il non voler imparare davvero a fondo la lingua, il non volersi integrare. Mi sembrava assurdo stare nel centro del mondo, in quella che era la capitale culturale, in cui tutto avveniva velocemente, e questo volersi difendere e riparare nel quartiere. Ero arrabbiata con mia madre, che non si adattava al punto tale da ingannare gli altri sul fatto di essere sorda o meno e quindi volersi presentare come una straniera. Quando ho iniziato a scrivere il libro, in realtà mi sono resa conto che l'America in cui stava mia madre era molto tradizionale, molto antica, e quindi quando a 34 anni è emigrata con questo gesto abbastanza apocalittico e spettacolare in un paesino della Basilicata, è andata incontro per lei a una possibilità di futuro e di emancipazione, perché lì si sarebbe liberata dalla dimensione familiare, tradizionalista, con una visione del ruolo della donna, e avrebbe potuto sperimentare. Es ist ein, was ich geschrieben habe, ist im Grunde eine Art Erforschung, eine Untersuchung meiner Familie, um besser zu verstehen, um sie besser zu verstehen und besser zu verstehen, was ich denke. Als Kind in Brooklyn habe ich mich über meine Verwandten oft geärgert, weil sie sich überhaupt nicht angepasst hatten. Sie waren in der Hauptstadt der Kultur, die Hauptstadt der Welt in New York und lernten kein Englisch. Und das genauso habe ich mich darüber geärgert, dass meine Mutter ihre Taubheit verstecken wollte, ihre Gehörlosigkeit. Denn es war ihr dann lieber, dass sie als sie nach Italien zurückkehrten, hat man sie nämlich eher für eine Fremde gehalten als für eine Taube, weil sie merkwürdig sprach, und das war ihr ganz recht. Das Amerika meiner Mutter war sehr traditionell, und die Welt, in der sie da in New York gelebt hat, bei den Verwandten, bei ihren Eltern. Und die Basilicata, dieses wilde, verrückte Land, das war für sie eine Emanzipation von ihrer Familie und von der Tradition.
Quindi io volevo capire perché le donne della mia famiglia, da mia nonna a mia madre, avevano fallito la migrazione. E non mi capita mai di parlare di questo personaggio, ma ci terrei a ricordarlo che è mia zia Daniela, che poi muore di HIV e arriva e viene considerata la straniera nella famiglia, viene considerata quella che dall'Italia arriva a Brooklyn negli anni 90, porta il morbo e lei non si è mai adattata, la sua è stata un'esperienza di sofferenza. E solo scrivendo il libro mi sono resa conto di quanto debba essere stato complicato per un'adolescente, era giovanissima, italiana, che aveva il mito dell'America, di Bruce Springsteen, che voleva scontrarsi in qualche modo, appropriarsi della modernità e lasciarsi tutto alle spalle, e si è trovata in questa dimensione invece più italiana di quella che c'era in Italia, in un certo senso, perché spesso le comunità dei migranti rinforzano. E io ho sempre pensato, guardando queste donne, non succederà a me. Loro hanno fallito la migrazione, io non la fallirò. Okay. Es ging mir auch besonders um die Frauen in meiner Familie. Warum sind sie in der Migration gescheitert? Ich hatte eine Tante Daniela, die als sehr junges Mädchen nach Amerika kam und den Mythos Amerika hatte und Bruce Springsteen, die aber in der Familie immer als Fremde behandelt wurde. Sie hatte AIDS und ist daran gestorben. Ich wollte rauskriegen, warum die Frauen, speziell die Frauen in der Familie so in der Migration so gescheitert waren. Claudia, permetti che credo che sia un buon momento per inserire la lettura, perché ich würde jetzt gerne, dass wir beide ein Stückchen vorlesen auf Deutsch und auf Italienisch, weil es wirklich auch genau da um eine andere Art von Migration geht. Um die Migration, die Claudia selbst, also eine der vielen Migrationen, die sie in ihrem Leben gehabt hat, die sie nach England geführt hat. Und im Zusammenhang mit dieser Migration hat Claudia auch einmal gesagt, dass es ihr wichtig ist, dass Migration nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch Wunsch ist. Es steckt auch Wunsch dahinter. Sto spiegando che questo pezzo tratta un po' la tua migrazione in Inghilterra ed è importante perché a proposito di questo tipo di migrazione tu spieghi che è molto importante per te che migrazione non sia soltanto necessità, ma anche desiderio. Sì, Ok. aggiungerei come preambola alla lettura che appunto io emigro a Londra a 27 anni, convinta che non fallirò e questo è quello che mi succede. Ich emigriere nach London mit 27 und überzeugt, dass ich nicht scheitern werde. Und das ist, was mir dann passiert. Leggi prima tu. Come molte persone della loro generazione, mia madre e i miei zii hanno una brutta cicatrice sul braccio, ereditata da un vaccino contro il vaiolo. Durante una riunione familiare mi hanno detto di essere convinti di aver subito quel vaccino per poter entrare e vivere in America e di averlo sempre considerato un immigration stamp, il marchio dell'immigrato che li diversificava dagli altri. Ovviamente, quella cicatrice non è niente di tutto ciò. È solo una fantasia che hanno coltivato nel tempo. Ogni tanto mi guardo allo specchio, mi tocco il braccio e questa cicatrice psicosomatica non appare ancora. Anche se non ho segni da mostrare, gli addetti alla frontiera mi trattengono allo sportello per sottopormi a domande sempre più lunghe, capaci di farmi sentire una spia. E la vita che mi è sempre parsa avventurosa ha iniziato a sembrarmi solo complicata. Non ho ereditato un pensiero politico dalla mia famiglia. Quel che ho ereditato, invece, è un miscuglio di aspirazione, vittimismo, cabala, accidia e rabbia, che possono assumere qualsiasi orientamento ideologico conveniente a disposizione. È un corredo genetico inutile e triste che mi ha aiutato a prevedere Brexit e l'elezione di Donald Trump. È come se avessi dei sensori che mi permettono di anticipare le agitazioni collettive, pur essendo molto meno informata dei miei conoscenti che si occupano attivamente di politica, una riluttante familiarità con il disastro. I sensori, però, non mi spiegano che nome dare a questa migrazione di cui faccio parte. Moriamo e sulla nostra tomba forse scrivono il nome di chi abbiamo amato,
la professione che abbiamo svolto, la frase di un libro che abbiamo letto molte volte. Quel che non c'è scritto sulle nostre tombe è la distanza da casa. Non siamo adolescenti partiti per cercare oro alla frontiera, e anche se ci ammaliamo di solitudine come facevano i pionieri del vecchio West, nessuno dirà quali distanze abbiamo messo tra noi e il punto di partenza. Nessuno dirà di me o dei miei amici trasferiti in Inghilterra che siamo morti a 2000 chilometri dal posto in cui siamo cresciuti. E questo perché non sono stati i venti di frontiera a spingerci. Non abbiamo conquistato lande desolate e inventato pozzi necessari a portare l'acqua potabile. Ma ci siamo stanziati in città già sovrappopolate. Abbiamo lavorato in locali perimetrati dalle case in cui abbiamo dormito, nell'umidità e nell'incomprensione dei proprietari. Avamposti occidentali segnati sulla mappa alla ricerca dei nostri simili. E quale consolato o stazione di posta avrebbe potuto prendere nota delle nostre distanze alla vigilia di una specie di morte, se per tanti di noi quella partenza in fondo non era stata tanto necessaria né troppo difficile? Dopo Brexit, gli expat sono diventati immigrati come gli altri. Qualcuno si immagina apolide, un altro esule, per sentirsi più eleganti ci si definisce stranieri. E poi ci sono gli altri, i migranti potenziali. Come si chiamano quelli che non sono mai partiti, ma si sentono altrove rispetto alle proprie quotidiane circostanze? Il lessico delle migrazioni è fatto di vocaboli che rimandano alla vittoria o al fallimento. Ci sono sempre eroismi da celebrare o morti da compiangere. Ma di questo lessico fa parte anche chi non ha mai avuto accesso a una partenza, chi abita un paese lontano solo con il desiderio o l'illusione, chi memorizza la mappa di un altro continente come se fosse un quadro olio in cui dipingersi dentro, fino a impastarsi nella tela e a diventare un altro paesaggio. Verso la fine degli anni 30, la scrittrice polacca Maria Kuncewiczowa scrisse un libro intitolato Kuczemka, pubblicato in Italia nel 1940 con il titolo La straniera. In Inghilterra uscì nel 1944 con il titolo The Stranger. È il motivo per cui Lo straniero di Albert Camus non poté beneficiare di quel titolo e ancora oggi nell'edizione inglese si chiama The Outsider. Per alcuni editor era anche un titolo più congeniale, affine al suo senso di fuoriuscita. Nel suo libro Kuncewiczowa racconta la storia di Rose, una donna che si sente un'esule russa in Polonia e un'esule polacca in Europa durante gli anni della ricostruzione, e nessuna delle due appartenenze la paga. Sfoga le sue frustrazioni sentimentali e politiche sulla famiglia finché non muore affondando la testa nel cuscino, nascondendosi dal mondo difficile. La sua storia è molto diversa da quella di Meursault, ma entrambi vivono una condizione di rifiuto che li rende invincibili e non soffrono di solitudine. Lo straniero di Camus aveva un intero movimento filosofico alle spalle. Meursault non è mai stato solo su quella spiaggia in cui ha sparato un arabo, aveva i fantasmi rivolti a fargli compagnia. La straniera di Maria Kuncewiczowa è una donna detestabile ma regale, sempre altissima nelle sue frustrazioni. Gli emigrati europei del Novecento avevano una biblioteca in cui rifugiarsi, la loro era una condizione tormentata e nobile e soprattutto condivisa, perché spesso non era disciplinata da una scelta individuale, ma dalla guerra. Gli eredi di quegli stranieri sono tanti, ma dato che non sono in esilio, nell'assenza di una causa comune per definire le loro partenze, qualsiasi parola per definire la loro condizione risulta offensiva. E il loro cosmopolitismo del privilegio un oltraggio, perché si tratta quasi sempre di una migrazione libera che non diventa mai naufragio. Eppure, anche questa è fatta di vergogna e di un senso di inadeguata appartenenza. Grazie, Claire. Wie viele Menschen ihrer Generation haben meine Mutter und meine Onkeln und Tanten eine hässliche Narbe auf dem Arm, die Hinterlassenschaft der Pockenschutzimpfung. Bei einem Familientreffen haben sie mir erzählt, dass sie glaubten, diese Impfung sei erforderlich gewesen, um nach Amerika hineinzukommen und dort leben zu können. Und dass sie die Narbe immer für eine Immigration Stamp, eine Einwanderungsmarke, gehalten haben, die sie von anderen unterschied. Natürlich bedeutet diese Narbe nichts dergleichen. Das ist nur eine erfundene Geschichte, die sie im Laufe der Zeit kultiviert haben. Manchmal betrachte ich mich im Spiegel, berühre meinen Arm, doch diese psychosomatische Narbe erscheint noch immer nicht.
Ich kann keine Zeichen vorweisen, also halten die Grenzbeamten mich am Schalter fest, um mir immer mehr Fragen zu stellen. Was bewirkt, dass ich mich wie eine Spionin fühle und das Leben, das mir immer abenteuerlich erschien, mir nur noch kompliziert vorkommt. Ich habe kein politisches Bewusstsein von meiner Familie geerbt. Was sie mir mitgegeben haben, ist eine Mischung aus Ehrgeiz, Selbstmitleid, Hellseherei, Trägheit und Wut, die jede beliebige, gerade passende und verfügbare ideologische Ausrichtung annehmen kann. Eine nutzlose und traurige genetische Ausstattung, die mir geholfen hat, den Brexit und die Wahl von Donald Trump vorherzusehen. Es ist, als hätte ich Sensoren für zukünftige kollektive Erregungen. Obwohl ich sehr viel schlechter informiert bin als meine Bekannten, die sich aktiv mit Politik beschäftigen. Eine widerwillige Vertrautheit mit der Katastrophe. Diese Sensoren sagen mir aber nicht, wie ich die Migration nennen soll, deren Teil ich bin. Wir sterben und vielleicht wird auf unserem Grabstein der Name des Menschen stehen, den wir geliebt haben. Der Beruf, den wir hatten, ein Satz aus einem Buch, das wir viele Male gelesen haben. Was nicht auf unseren Grabsteinen stehen wird, ist unsere Entfernung von daheim. Wir sind keine jungen Menschen, die ihre Heimat verließen, um Gold an der Grenze zu suchen. Und auch wenn wir an Einsamkeit erkranken, wie die Pioniere des Wilden Westens, wird niemals jemand sagen, wie groß die Entfernungen waren, die wir zwischen uns und unseren Ausgangspunkt zurückgelegt haben. Niemand wird von mir und meinen nach England umgezogenen Freunden sagen, dass wir 2000 Kilometer vom Ort unserer Kindheit entfernt gestorben sind. Es bleibt ungesagt, weil wir nicht von den Winden der Grenze getrieben wurden, keine menschenleeren Einöden erobert und Brunnen für Trinkwasser gegraben haben, sondern uns in bereits übervölkerten Städten niedergelassen und in dicht von Häusern umstandenen Büros gearbeitet haben, in feuchten Wohnungen schliefen, was den Vermietern gleichgültig war. Westliche Vorposten auf der Suche nach unseresgleichen, Markierungen auf der Landkarte. Welches Konsulat oder welche Poststation hätte denn auch Notiz nehmen können, wenn dieser Weggang hätte denn auch Notiz von unseren Entfernungen am Vorabend eine Art Tod nehmen können? Wenn dieser Weggang aus der Heimat für viele von uns im Grunde weder zwingend nötig noch besonders schwierig war? Nach dem Brexit sind aus dem Expats Immigranten geworden wie alle anderen. Der eine nennt sich staatenlos, der andere einen Exilanten. Wer sich eleganter fühlen will, bezeichnet sich als Fremden. Und dann gibt es die anderen, die potenziellen Migranten. Wie heißen jene, die niemals aufgebrochen sind, sich aber in ihren alltäglichen Situationen als Fremde fühlen? Das Lexikon der Migration besteht aus Vokabeln, die entweder auf Sieg oder Niederlage verweisen. Immer gibt es heroische Taten zu feiern oder Tote zu beklagen. Doch zu diesem Lexikon gehört auch, wer nie die Möglichkeit des Weggangs hatte. Wer ein fernes Land nur in Wünschen oder Trugbildern bewohnt. Wer die Karte eines anderen Kontinents wie ein Ölgemälde vor Augen hat, in das er sich hineinmalt, bis er mit der Landschaft verschmilzt und zu einer anderen Landschaft wird. Gegen Ende der 30er Jahre schrieb die polnische Schriftstellerin Maria Konciewiczowa ein Buch mit dem Titel Cud do Zdjęcia, das 1940 in Italien unter dem Titel La Straniera, die Fremde, erschien. In England kam es 1944 als The Stranger heraus. Das ist der Grund, warum Der Fremde von Albert Camus nicht unter diesem Titel erscheinen konnte und in der englischen Ausgabe noch heute The Outsider heißt. Für einige Verleger war das sogar ein passenderer Titel, Entschuldigung, näher an seiner Bedeutung als Ausstieg. Konciewiczowa erzählt die Geschichte von Rose, einer Frau, die sich in Polen als russische Exilantin und in Europa als polnische Exilantin fühlt und keine der beiden Zugehörigkeiten befriedigt sie. Sie lässt ihre privaten und politischen Frustrationen an ihrer Familie aus, bis sie stirbt, den Kopf ins Kissen gedrückt, wo sie sich vor der komplizierten Welt versteckt. Ihre Geschichte ist ganz anders als die von Meursault, doch beide leben eine ablehnende Haltung, die sie unbesiegbar macht, und leiden nicht an Einsamkeit. Der Fremde von Camus hatte eine ganze philosophische Bewegung im Rücken. Meursault war nie allein an jenem Strand, wo er einen Araber erschoss. Rebellische Gespenster leisteten ihm Gesellschaft. Die Fremde von Maria Konciewiczowa ist eine hassenswerte, aber beeindruckende Frau, stets sehr würdevoll in ihren Enttäuschungen. Die europäischen Immigranten des 20. Jahrhunderts hatten eine Bibliothek, in die sie sich flüchten konnten. Ihre Situation war schmerzhaft und ehrenhaft, vor allem eine von vielen Menschen geteilte, denn häufig verdankte sie sich keiner individuellen Entscheidung, sondern war vom Krieg erzwungen. Die Erben dieser Fremden sind zahlreich. Doch da sie nicht im Exil sind und es keinen gemeinsamen Grund für ihr Fortgehen gibt,
klingt jedes Wort zur Bezeichnung ihrer Situation verletzend und der Kosmopolitismus ihres Privilegs wie eine Beleidigung. Denn es handelt sich fast immer um eine freiwillige Migration, die niemals zum Schiffbruch wird. Doch auch diese besteht aus Scham und einem Gefühl unangemessener Zugehörigkeit. Ja, dieses Gefühl, genau, dieses Gefühl unangemessener Zugehörigkeit, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Wir können leider jetzt nicht mehr über viele Dinge sprechen, weil die Zeit drängt. Und ich muss mir kann nur noch eine Frage aussuchen. Purtroppo il tempo stringe e posso scegliere solo una domanda, che ovviamente, also für mich ist natürlich sehr wichtig die Sprache, das als Übersetzerin, und außerdem ist es eine sehr wichtige, ein sehr wichtiges Thema im Buch, das in sehr vielen verschiedenen Facetten erscheint. Sprache ist Identität, aber im Roman wird Identität auch über linguistische Fehler behauptet. Die Großmutter in Brooklyn spricht ein Gemisch aus Englisch und italienischem Dialekt, obwohl sie genau weiß, wie die englische Aussprache ist. Aber also auf diese Weise setzt sie sich als Persönlichkeit durch. In der Schule in Italien hat Claudia noch extra lexikalische Fehler eingestreut. Sie machte noch lexikalische Fehler, aber wenn sie vorlas, hat sie bewusst Aussprachefehler gemacht, weil eine Fremde und dazu auch noch perfekt zu sein, das wäre ein Affront gewesen. Als Claudia und ihr Bruder noch Kinder waren, haben sie bewusst korrektes Italienisch gesprochen, um sich von dem sehr schmutzigen und vulgären Reden ihrer Eltern abzusetzen. Denn korrekt zu sprechen war eine Möglichkeit, vielleicht auch korrekt zu leben und sich von den Seltsamkeiten dieser wirklich auch sehr, für die Eltern sicherlich sehr schwierigen Kinder abzusetzen. Also ist Sprache, gibt Sicherheit, eine Identität, ist ein Haus, worin man wohnen kann. Ich werde Claudia fragen, ob es mehrere Häuser gibt, in denen man wohnen kann, und ob sie nicht unter Umständen miteinander in Konkurrenz treten. Allora, parliamo di lingua. È un tema che percorre tutto il libro in tante sfaccettature. La lingua apre il mondo, la lingua apre altre culture, le lingue aprono altre culture. La lingua identità, però nel romanzo l'identità si afferma anche con errori linguistici. La nonna a Brooklyn parla un misto tra l'inglese e un dialetto italiano, pur sapendo bene la pronuncia inglese, ma è il suo modo di imporre la sua personalità. A scuola in Italia fai ancora tanti errori lessicali, ma quando devi leggere ad alta voce inserisci volutamente errori di pronuncia, perché essere perfetta da straniera sarebbe stato un affronto. La lingua può essere quindi un mezzo per distanziarsi, per parlare correttamente è importante per Claudia e per tuo fratello e te quando eravate bambini, per contrastare il linguaggio scorretto e volgare dei genitori e per essere corretti anche nella vita. La lingua quindi dà sicurezza, è un'identità, è una casa da abitare e possono essere più di queste case. Tu abiti, credo, in due lingue, l'inglese e l'italiano. E volevo chiederti se entrano in concorrenza qualche volta si contraddicono addirittura. Parto da un esempio pratico. Io faccio la traduttrice, sto traducendo un romanzo americano in cui c'è la frase «He gave him 10 bucks», che vuol dire «gli ha dato 10 dollari». Io dovevo tradurre «bucks» in italiano e ho scritto «pezze» in italiano. «Gli ha dato 10 pezze». Pezze non è una parola che sta per soldi in italiano, è una parola che usava mia nonna a Brooklyn quando mi mandava a comprare delle cose. Mi diceva tieni a 10 pezze, no? E vai a comprare i pork chops o vai a comprare questo e quell'altro. È stato il mio primo istinto usare questa parola. Ovviamente la dovrò togliere, però questo è per far capire che sin da bambina mi si chiedeva ti senti più italiana, più americana, è più importante l'italiano, più importante l'inglese. E io avevo questa lingua enorme, invisibile, che in realtà
premeva per venire fuori e io la chiamo la lingua rotta dei miei genitori e la lingua rotta dei miei nonni, che io mi sono formata tra persone che parlavano male. Il mio primo universo linguistico è stato fatto di parole frammentate, di parole con una sintassi strana, e tutto questo ha avuto un fortissimo impatto su di me. Quando sono arrivata, forse è meglio faccio la seconda parte dopo. Ich fange mit einem praktischen Beispiel an. Ich bin Übersetzerin und übersetze gerade einen amerikanischen Roman. Da heißt es, he gave him 10 bucks. Aus Capito bene. Sì, Chambers. Und dieses bucks habe ich mit einem Dialektwort meiner Großmutter übersetzt, die mir, wenn sie mir 10 Dollar gab, sagte sie Petze, no? Petze era. Also das ist ungefähr Stücke. Also es ist ein Dialektwort. Und das habe ich instinktiv so übersetzt. Denn zwischen dem Italienischen und dem Englischen gab es eine große, große, unsichtbare Sprache in mir. Und das ist diese kaputte, fragmentierte Sprache mit einer zerbrochenen Syntax, die meine Eltern und Großeltern gesprochen haben. Quando sono arrivata in Italia, io mi sono ossessionata a scuola con l'idea della competenza. Sarei diventata una brava ragazza, una brava italiana, una brava cittadina, quindi con una qualità morale, se avessi avuto una buona lingua. E quindi ho rinnegato gli errori della mia famiglia, ho provato molto fastidio per il modo sgrammaticato di parlare di mia madre, senza rendermi conto che è stato proprio quel modo sgrammaticato, quella possibilità di vedere anche come si crepa il linguaggio, come diventa arbitrario, fluido. Io trovo che le lingue di transizione delle comunità dei migranti siano bellissime e siano spesso molto poetiche e dunque a un certo punto me ne sono riappropriata. E ho iniziato a migliorare le mie capacità di ascolto e a pensare che dietro qualsiasi errore linguistico c'è una storia. E quindi il mio tentativo è stato recuperare la storia dietro gli errori di lingua della mia famiglia. Als ich nach Italien kam, war es für mich das Allerwichtigste, ein braves Mädchen, eine brave Italienerin und Bürgerin zu sein. Und dazu gehörte natürlich eine gute Sprache. Die Fehler, die meine Eltern machten, die meine Verwandten machten, waren mir sehr peinlich. Es hat eine Zeit gedauert, aber ich habe dann erkannt, dass die Sprache der Immigranten wunderschön ist. Und ich habe sie mir wieder angeeignet. Und ich habe gelernt zuzuhören, denn hinter jedem sprachlichen Fehler steckt eine Geschichte. Scusa Claudia, dobbiamo purtroppo Sì, un po' poi io vado affrettarci, avanti. perché ovviamente vorrei anche ancora parlare di traduzione. Also ich möchte jetzt, wir müssen uns leider etwas beeilen und deswegen möchte ich noch ganz kurz über Übersetzung sprechen, weil Claudia im Buch sagt, dass sie immer Übersetzungsfehler macht, weil die Worte bei ihr keine festen Grenzen annehmen, sie und keine stabile Form. Alles, was ich denke und sage, leidet unter der Wanderung zwischen zwei verschiedenen Ländern. Allora, chi traduce ovviamente sa che non c'è un'identità semantica tra due parole. È una delle esperienze più frequenti. Mi è piaciuto molto leggere nel tuo libro errori nella traduzione che faccio sempre e continuo a farli perché tutto quello che penso e dico non assume una forma stabile, ma soffre nella trasmigrazione. Mi chiedo che non è forse sempre così. Tu dai alcuni esempi, questo bellissimo di Göring. Credo che sia sempre così, che le parole, i contorni delle parole sfumano. E quindi volevo chiederti se questa trasmigrazione non è solo una perdita, ma anche un arricchimento di senso. Che la diversità delle lingue sia anche un momento liberatorio, un'affermazione della irriducibile individualità di ogni lingua. Scusa, devo ancora tradurlo. Ich habe vergessen, diese Frage auf Deutsch zu sagen. Im Anschluss an das, was sie gesagt hat, über darüber, dass die Wörter bei der Wanderung zwischen zwei Ländern ihre festen Umrisse verlieren, da würde ich sagen,
Und das frage ich Sie, ob das nicht auch, ob das nicht immer passiert und ob das nicht auch ein Vorteil ist, dass die Wanderung der Wörter zwischen den Sprachen eine Bereicherung an Sinn sind und dass die Verschiedenheit zwischen den Sprachen nicht auch ein Moment von Freiheit ist, dass Individualität jeder Sprache bestätigt. Sì, io una volta che mi sono liberata dall'ossessione della correttezza della lingua e della corrispondenza inesistente tra un significato A e un significato B, è stata una vera e propria rivoluzione per me. Ti farò un altro esempio che non so quanto è poi traducibile in tedesco, però io nel libro racconto di varie cose, parlo di Neverland, terra mai, dico se io traducessi male delle parole, no? Neverland è stato tradotto da Peter Pan in italiano con l'isola che non c'è, ma una traduzione letterale, no? Neverland, terra mai, non sarebbe stata più affine a quello che volevano dire i bambini in Peter Pan, cioè proprio un rifiuto per la terraferma, un rifiuto per le regole. Quindi terra mai è anche più esaltante, una traduzione letterale scorretta paradossalmente funziona meglio ed è più evocativa di una corretta. L'altra cosa che volevo dire è che tutto il senso della mia vita e di quella che racconto nel libro si interroga sulla dimensione dell'appartenenza. In inglese appartenenza si dice belonging, il concetto di appartenenza è associato a belonging, ma se noi proviamo a staccare belonging, no? Be vuol dire essere, sì, longing in inglese vuol dire sentire nostalgia, sentire mancanza. E dunque come se fosse belonging, sì, mancanza. E per me la mancanza è sempre stato il modo di stare nell'appartenenza. Ora, io non so come tradurre bene questo in italiano, probabilmente farei degli errori, perché se vedo belonging e dico sì, mancanza, sto sbagliando, però per me il senso dell'appartenenza è essere mancanza. Ich fange mit dem leichteren Teil an, komm schon, Schokolade, wie falsch. Also ich habe mich von der Idee der Korrektheit in der Sprache befreit und das war wirklich eine Befreiung. Und erzähle da im Buch auch einige Beispiele. Zum Beispiel die Geschichte von Peter Pan, der in Neverland landet. Wird auf Italienisch L'isola che non c'è, die Insel, die es nicht gibt, übersetzt. Und das finde ich, hier finde ich eigentlich die wörtliche und die wörtliche Übersetzung, die aber zu einem Neologismus führt, die also ein neues Wort erfindet, wie Nimmerland oder also Terra mai, wäre es auf Italienisch, Land niemals. Man könnte Nimmerland oder Niemalsland im Deutschen sagen, aber es wäre auch ein neues Wort. Das ist viel schöner, es ist inkorrekt, aber es ist schöner und wilder und es ist wirklich fantasievoller. Und dann bringt sie ein Beispiel, das ist sehr interessant. Für sie ist Zugehörigkeit, das auf Englisch Belonging heißt, das setzt sich aus Be, Sein, Essere, Sein, und Longing zusammen. Longing heißt Sehnsucht, sich nach etwas sehnen. Das heißt, ein Mangel empfinden. Das heißt, für sie gehört diese Appartenenz, also Zugehörigkeit, immer zu einem Mangel, zum Empfinden eines Mangels. Entschuldigung, Claudia, ich muss... l'ultima cosa, veramente l'ultima cosa che... Devo prometterlo a quelli dell'istituto. sì, purtroppo devo lasciare tantissime cose. Ci sono anche delle considerazioni intorno alla correttezza politica delle parole. E con molta ironia parli delle diverse definizioni che tua madre ha avuto. Prima era una handicappata, poi era una donna diversamente abile. Aspetta, non trovo questa parte. E alla fine è stata una persona che sta sull'internet.
Da un po' di tempo la lingua è però oggetto di riforme politiche per denominare identità sempre più differenziate, allo stesso tempo molto, sempre più monolitiche, come monade. Una delle conseguenze fatali nel nostro ambito professionale è che solo persone di colore possono giudicare o tradurre libri di autori black, o che autrici ormai pretendono che il loro libro sia tradotto da una donna, non da un traduttore. Allora, io leggendo, traducendo e pensando molto al tuo libro sentendo sempre queste discussioni, ho pensato, sono tentata, nelle discussioni intorno all'identità, di collocare la straniera come un'apologia alla differenza, ad essere altro. Sarebbe lecito o l'ho capito male? Scusa, devo ancora tradurre in tedesco. Als allerletzte Frage, auf die ich einfach nicht mehr verzichten konnte, wollte ich Claudia fragen, die übrigens auch Überlegungen über politische Korrektheit der Sprache in ihrem Buch hat, die mir sehr gut gefallen, besonders im Hinblick auf Behinderung. Es gibt da verschiedene Wörter, die für ihre Mutter jeweils zu verschiedenen Zeiten passten. Und am Schluss sagt sie sehr ironisch, heute ist meine Mutter jemand, der im Internet ist. Also sie ist nicht mehr anders begabt oder gehandicapt. Es gab im Italienischen sehr viele Ausdrücke dafür. Ich musste die entsprechenden Deutschen finden. Aber die Frage lautet, seit einiger Zeit ist die Sprache Gegenstand von politischen Reformen, um Identitäten zu bezeichnen, die immer mehr differenziert, immer ausdifferenzierter sind, aber gleichzeitig auch immer monolithischer und also fast wie Monaden. In unserem professionellen Bereich heißt das, dass zum Beispiel Autorinnen heutzutage fordern, dass ihr Buch von Frauen übersetzt wird, nicht mehr von Männern. Und ich frage Claudia, ob sie in den aktuellen Diskussionen um die Identität, wenn man die nimmt und wenn man gleichzeitig, so wie ich, dieses Buch gelesen und übersetzt hat und viel darüber nachgedacht hat, dann erscheint es mir fast, als ob Ihr Buch eine Apologie auf das Anderssein, auf die Differenz ist. Und jetzt frage ich Sie, ob das erlaubt ist, das Buch so zu sehen. Sì, io ho scritto questo libro col desiderio che fosse un libro profondamente intersezionale e che ci fosse questo rifiuto per ridurre qualsiasi persona, qualsiasi essere umano a una definizione sola. Dunque la protagonista, ma in parte anche io, perché poi subentro nel racconto, volevo spiegare come l'essere donna, l'essere working class, subalterna, l'avere anche delle patologie mentali, nel caso di mia madre, che comunque sta nello spettro border, volevo far vedere come tutte queste cose entravano in conflitto fra di loro e rendevano impossibile ridurre questa donna a una cosa sola e presentare, come dicevo all'inizio, l'identità come un caleidoscopio. Se noi abbiamo questa visione fluida, e anche l'identità è una strategia, è strumentale, io ho visto mia madre a volte presentarsi al mondo come sorda, a volte fare finta di non esserlo, a volte ho visto mettere molto l'enfasi sull'essere donna e altre volte l'ho vista completamente camuffarsi, androgenizzarsi in un certo senso e sottrarsi al suo genere. Questo gioco molto ambiguo e molto affascinante è qualcosa che io cerco di preservare sia nella mia scrittura ma soprattutto nella mia attività di traduzione, che è l'attività più di transizione che possiamo immaginare, è veramente entrare in un altro corpo, in un'altra lingua, in un'altra cultura, e quindi farlo dalla premessa che io traduco una donna in quanto donna è profondamente debole e sbagliata, perché nella nostra composizione sentimentale, valoriale e di quel che siamo entrano veramente in gioco tantissime forze irriducibili, e questa irriducibilità è un po' il senso di tante parti della straniera. Dieses Buch ist, ist geschrieben als Kaleidoskop und intertextuelles zusammen von vielen verschiedenen Definitionen. Was es ablehnt, ist die Definition einer Person mit eine Person nur mit einer Definition zu belegen. Und das lässt sich auch wieder am besten an meiner Mutter zeigen, die je nachdem, wo sie gerade war und was sie gerade wollte, sich als Frau, dann aber auch als psychisch Kranke, als Behinderte und als Gehörlose dargestellt hat. Und die alles das gleichzeitig war, ob,
und diese verschiedenen Definitionen sind nicht in Konflikt geraten. Es gibt die irreduzible, also nicht rückführbare Vielfalt in Menschen. Und es wäre falsch, das, was wir leisten als Übersetzerinnen, ist ja auch, sich, dass wir uns hineinversetzen in verschiedene Identitäten. Und deswegen ist diese Forderung, dass Frauen nur Frauen übersetzen können, falsch. Also sich hineinversetzen ist eine Fähigkeit, die wir uns bewahren müssen. Credo che a questo punto, Claudia, dovevo lasciare se ci sono, vedere se ci sono domande e rispettare anche questo bisogno also wir wollen jetzt mal sehen, ob es Fragen gibt. Nicoletta. Allora, ci sono due domande, molti complimenti, belli pavoni, ti aspettiamo ad Amburgo, quindi grandi complimenti. Grazie. Dal pubblico che è numerosissimo e che io ovviamente ringrazio. Una domanda, la tua scrittura è servita a rielaborare il tuo sguardo sui rapporti familiari e lo hai fatto intenzionalmente o è una cosa di cui ti sei resa conto nell'atto dello scrivere, della scrittura? Uno dei motivi per cui non amo definire la straniera un memoir o un'autobiografia è perché il memoir e l'autobiografia, l'auto, presuppongono un ascolto assoluto di sé, in un certo senso. Io ho scritto sempre della mia famiglia in maniera camuffata nei miei primi libri e si sente questa... tentativo di ricerca, di riparazione dei rapporti familiari, ma con questo libro io volevo fare qualcosa di diverso e direi di restituzione e quindi ascolto dell'altro, ascolto dei miei genitori invece di ciò che è stato fatto a me in un certo senso e quindi un libro che mi viene facile descrivere come romanzo perché volevo appunto cercare di immaginare i miei genitori come figure indipendenti dalla figlia, che sembra paradossale però fare proprio questo sforzo che secondo me facciamo tutti con i genitori a un certo punto, che è spaventoso, però vedere una madre, un padre, un fratello, a prescindere da noi e da quello che noi abbiamo sperimentato attraverso di loro, genera scoperte, genera anche ferite, però in genere può essere proprio un approccio, secondo me, che fa cambiare idea su tante mitologie familiari. Einer der Gründe, warum ich... warum ich nicht, warum ich dieses Buch nicht als Memoir oder als Autobiografie bezeichne, ist, dass ich über meine Familie immer schon früher auch in versteckter Form geschrieben habe. Ich wollte das jetzt anders machen. Ich wollte eine Art Zurückerstattung leisten. Also ich wollte ihnen das zurückgeben, was ich ihnen glaubte, schuldig zu sein. Ich habe ihnen zugehört. Und ich wollte sie im Roman als unabhängige Figuren von mir darstellen, also als Personen, die nicht von mir als Tochter, die geschildert werden, unabhängig von mir dastehen. Per il momento non ci sono altre domande, quindi io esorto il pubblico, se ne ha, di farle. Wenn Sie Fragen haben, bitte machen Sie das. E nel frattempo approfitto per ringraziare entrambe, non solo per averci condotto alla scoperta della straniera, ma anche in questo viaggio sulla traduzione, sulla lingua, che è veramente stato davvero meraviglioso. E chiaramente per noi questo è solo un augurio per avervi in presenza, speriamo già quest'estate qui ad Amburgo per entrambe, e veramente quindi vi lancio questo invito e questo augurio nello stesso tempo a potervi riavere qui e a potervi chiaramente confrontare poi con un pubblico in presenza, che è la cosa che ci auguriamo. So herzlichen Dank an Claudia Kodurastanti und Annette Kopeski für diese Gespräche und für diese Reisen durch Übersetzung und Sprache. Natürlich danke an Sie, liebes Publikum zu Hause. Wir freuen uns sehr auf ein Gespräch in Präsenz mit Claudia und Annette im Sommer zu haben. Und natürlich unsere Neuigkeiten finden Sie wie immer auf unserer Homepage. Quindi per tutta la nostra programmazione vi invitiamo sempre a rimanere connessi con le nostre pagine. E intanto, se non ci sono altre domande, continuo a ringraziare il nostro pubblico e le nostre ospiti. Grazie a voi per l'ospitalità e spero di vedervi. Con l'augurio di rivedervi prestissimo.
è veramente folk food, questa traduzione così fresca di stampa, le diamo tutto il nostro, veramente la nostra fortuna e tutti i nostri complimenti. Grazie ad entrambe. Grazie. Grazie a voi, grazie a te, Ciao. Claudia. Grazie Annette. Grazie. Ciao a tutti.